Die 10 schnellsten Züge der Welt. Asien und Europa führen derzeit bei der Produktion von Hochgeschwindigkeitszügen. Wir zeigen einige der schnellsten Züge der Welt und ihre außergewöhnlichen Eigenschaften. Der Shinkansen E5, der H5-Serie und den Alpha X auf Platz 1 bzw. 2. Los geht's! Inspired by Italy's sports car culture and love of racing. That train is the Italo Evo. Nummer 10. Eurostar E320. Es ist 2 Jahrzehnte her, dass der erste Eurostar London, Paris und Brüssel verband. Er verknüpfte die Metropolen und war schneller und fortschrittlicher als ein Flugzeug. Die neue Version überzeugte Investoren, 8.000 Millionen Pfund in die Überholung zu stecken. Jetzt zählt er zu den schnellsten Zügen, die die Welt gesehen hat. Die Fahrpreise reichen von 70 bis 400 Dollar für die Businessklasse. Der Eurostar erreicht 320 km/h, was die 300 von früher bei weitem übertrifft. Heute dauert die Fahrt von Brüssel nach London unter 2 Stunden. Von Paris nach London braucht man auch nur rund 2 Stunden. 2014 verzeichnete das Unternehmen über 10,4 Millionen Fahrgäste, Tendenz steigend. Der neue Zug verfügt über 20% mehr Sitzplätze, statt 750 sind es nun 900. Das ist mehr, als 2 Boeing 747 mitnehmen können. Nummer 9. Deutsche Bahn ICE. Obwohl sie mit der 103er-Baureihe Geschwindigkeit und Fahrgastkapazität erhöhten, gab es weiteren Nachrüstungsbedarf. Der Kampf zwischen Inlandsfluggesellschaften in Frankreich und Japan förderte den Zugverkehr. Seit 1985 hat Deutschland ein Hochgeschwindigkeitsnetz und den Intercity Express weiterentwickelt. Der ICE verbindet Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und andere Großstädte. Er fährt auch mehrere Standorte außerhalb Deutschlands an. Das Innere ist kühl, geräumig und gut gestaltet. Die Aerodynamik macht ihn 30% effizienter. Jeder Zug hat etwa 450 Sitzplätze und erreicht etwa 300 km/h. Der ICE läuft mit einem innovativen Antrieb über 24 Achsen in 6 von 12 Waggons. Wenn er pünktlich käme, wäre dies der schnellste Weg, um von A nach B zu gelangen. Nummer 8. Siemens Velaro E-AVS 103. Der Hochgeschwindigkeitszug wurde von Siemens entwickelt und ist der schnellste Zug, den das Unternehmen gebaut hat. Er verkehrt zwischen Barcelona und Madrid und das mit zwischendurch bis zu 300 km/h. In 2 Stunden und 30 Minuten legt er also 625 Kilometer zurück. Die spanische Staatsbahn setzt ihn seit 2007 ein. Die Geschwindigkeit variiert zwischen 250 und 403 km/h bei einer Sitzplatzkapazität von 404 auf 3 Klassen. Der Velaro ist auch bei Eis und Schnee voll funktionsfähig und bietet selbst bei schlimmsten Schneeverhältnissen eine gute Sicht. Er ist mit 200 Metern oder 400 Metern sowie mit 8 und 16 Wagen erhältlich. Dazu kommen fortschrittliche Technologien, Geräuschreduzierung, Energiemanagement und eine aerodynamische Profilierung. Nur eine Glasscheibe trennt die Fahrer und Gäste und ermöglicht ihnen eine ausgezeichnete Sicht. Interessant ist, dass er kontinuierlich weiterentwickelt wird. Nummer 7. Talgo 350. Er wird vom Talgo-Konsortium und Bombardier hergestellt. Der Spitzname Pato bedeutet Ente, was er seiner lustigen Schnauze verdankt. Der Prototyp ging 1997 an den Start und wurde auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid-Barcelona eingesetzt. Er erreichte bei der Probefahrt 365 km/h und wurde im Februar 2005 offiziell auf der Strecke nach Barcelona in Betrieb genommen. Die Höchstgeschwindigkeit lag aufgrund der fehlenden Infrastruktur zunächst bei 200 km/h, doch mit dem Einbau eines ECTS stieg das Tempo auf über 300. Er ist so konstruiert, dass er Luftdruck und Strömung bei hohen Geschwindigkeiten optimal bewältigt. Die Karosserie ist leicht, druck- und luftdicht, sodass Kreuzungen und Tunnel bequem durchfahren werden können. Er ist für 25 kV 50 Hertz, 4000 kW Spurweite und Stromleitungen ausgelegt. Ein Antiblockier- und Bremssystem mit 4 Scheiben pro Welle ist vorinstalliert. Die Fahrgäste können sich also entspannt zurücklehnen. Nummer 6.
AGV Italo. Der erste Autozug der AGV-Serie gilt als Ferrari der Schienen. Seine Betriebsgeschwindigkeit beträgt 360 km/h. Aber bei seiner ersten Testfahrt im Jahr 2007 brach er mit 574,8 km/h einen Geschwindigkeitsrekord. Er ist zweifelsohne einer der umweltfreundlichsten und sparsamsten Triebwagen der Welt. Seit April 2012 ist er der modernste Zug Europas, dessen Komponenten zu 98% recycelbar sind. Die Betriebskosten des AGV Italo liegen 15% niedriger als die seiner Konkurrenz. Nuovo Trasporto Viaggiatori baut und verwaltet die Dinger und wurde mit der Lieferung von 25 Stück für die nächsten 30 Jahre beauftragt. Der Triebwagen entspricht den technischen Spezifikationen für Interoperabilitätsstandards. Die Aluminiumlegierung spart 700 Kilo ein. Die Fahrgäste genießen Live-Fernsehen, Internet, Wi-Fi und größere Waggons. Nummer 5. Shanghai Maglev. Viele Leute weigerten sich, den Shanghai Maglev nur als Zug zu betrachten. Die Magnetschwebebahn gibt es schon seit 3 Jahrzehnten, obwohl sie in vielen Teilen der Welt keinen Erfolg hatte. Die Gleise verbinden den Flughafen Pudong mit der Longyang Road. Diese Reise von knapp 31 Kilometern dauert nur 8 Minuten, während der Zug alle 15 Minuten fährt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 430 km/h. Ohne Räder schwebt er durch Magnetismus über die Schienen. Der elektromagnetische Zug hat keinen Reibungswiderstand und ist schneller als ein Flugzeug. Zudem ist er auch geräuschlos. Eine Langstreckenbahn konnte noch nicht umgesetzt werden, da die Schienen extrem gerade sein müssen und sehr teuer sind. Shanghai Transportation Development Company besitzt und betreibt diesen Zug. Nummer 4. Harmony CRH 380A. China hat in den letzten 5 Jahrzehnten rasante Fortschritte gemacht und der Harmony CRH 380A ist der Beweis. Er hat eine Betriebsgeschwindigkeit von 380 km/h und ist damit einer der schnellsten Züge weltweit. Während seiner Erprobung erreichte er 486,1 km/h. Er begann im Oktober 2010 den Betrieb und fährt von Peking nach Shanghai. Er bedient auch die Provinzen Wuhan und Guangzhou. Der vibrationsfreie Zug ist das Ergebnis der Forschung verschiedener chinesischer Universitäten. Seine Konfiguration variiert von 8 bis 16 Abteilen plus 6-sitzige Executive-Bereiche. Hinter dem Fahrer befindet sich eine Bar und eine Sightseeing-Lounge, in der die Fahrgäste ihre Augen füttern dürfen. Die Sitze sind mit Leselampen, Steckdosen und LED-Bildschirmen ausgestattet. Nummer 3. THSR 700T. Er wurde 2007 in Betrieb genommen und verkehrt auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Taipeh und Kaohsiung. Er hat die Fahrzeit auf 2 Stunden und 90 Minuten runtergedrückt. Das war eine große Erleichterung für die Bevölkerung. Die Betriebsgeschwindigkeit liegt bei 335 Stundenkilometern, kann aber auch höher sein. Wegen der zahlreich dicht besiedelten Korridore gibt es extra Tierkreuzungen. Die Züge sind mit stoßdämpfenden Elementen zum Schutz bei Kollisionen mit geringer Geschwindigkeit gebaut. Außerdem wurden im Innenraum feuerfeste und rauchdichte Materialien verwendet. Es gibt Brand- und Rauchmelder und strategisch sinnvoll platzierte Notausgänge. Er wurde nach europäischen Standards gebaut, wobei der Durchmesser größer ist. Es gibt zwar keine Schiebefenster, doch die kürzere Nase und eine zusätzliche Tür für den Fahrer bieten den Gästen ausreichend Platz. Und nun zu den Top 2. Alpha X und Shinkansen E5 H5 Baureihe. Du willst wissen, warum sie auf diesen Plätzen sind? Dann lehn dich zurück, trink was Nettes und schau weiter zu. Nummer 2. Shinkansen E5 H5 Baureihe. Japan hat einige der modernsten Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetze. Die Shinkansen E5-Serie sind Hochgeschwindigkeitszüge der neuen Generation, die im März 2011 den kommerziellen Betrieb aufnahm. Er verkehrt auf der Tohoku Shinkansen, einer Strecke, die Tokio mit Aomori verbindet. Obwohl er bis zu 400 km/h fahren könnte, wurde seine Geschwindigkeit während des Testbetriebs auf 320 km/h festgelegt.
Seine lange Nase misst 15 Meter und verhindert so einen Tunnelknall. Außerdem ist der Zug auf beiden Seiten mit Schalldämpfern ausgestattet, was die Geräuschbelastung reduziert. Es gibt drei Klassen, die normale, die grüne und die Grand Class mit einer Gesamtkapazität von 731 Fahrgästen. Pendler kommen in den Genuss eines elektrisch betriebenen Liegesystems mit Sitzpolstern, Lehne und verstellbarer Leselampe. Der Esstisch ist klappbar und verfügt über eine Steckdose. Die E5-Serie zielt darauf ab, Reisenden ein schnelleres und komfortableres Transportmittel zu bieten. Nummer 1. Alpha X. Gerade wenn man denkt, alles gesehen zu haben, taucht so etwas auf. Die neue Generation hat bereits den Testbetrieb aufgenommen. Die hochmoderne Anlage fährt bis zu 400 km/h, aber das wird bei der Beförderung von Passagieren auf 360 km/h begrenzt. Die erste Testfahrt fand am 27. Oktober 2020 statt und verlief zwischen Sendai und Morioka auf der JR East Tohoku-Strecke. Mit 22 Metern ist seine Nase die längste und der Wagen ist aus ultraleichten Materialien gebaut. Die helle Metallic-Lackierung spiegelt die schöne Natur wider. Seine Energieeffizienz ist besser und er ist dank des Silizium-Carbid-Stromrichters auch umweltfreundlich. Die Erdbebenschutzsteuerung verhindert eine Seitwärtsbewegung des Zuges. Sollte es zu einem Erdbeben kommen, gibt es Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Fahrgäste. Auch die Unterfluranordnung zielt darauf ab, bei Temperaturunterschieden Schnee und Eisbildung zu verhindern. Nun fällt der Vorhang. Bist du schon einmal mit einem dieser Züge gefahren? Wenn ja, mit welchem? Falls nicht, erzähl uns, welcher Zug dich besonders anspricht. Damit du weiterhin lustige Videos wie dieses auf unserem Top-10-Kanal sehen kannst, abonniere uns und schalte die Glocke ein. Vergiss nicht, ein Like zu geben und lass dich bis zum nächsten Mal nicht ärgern.